Hey ho und herzlich willkommen zurück zu ActRaiser mit Tibi Let's Play. Und die Bevölkerungszahl von Northwall hat sich bei 614 eingependelt. Wir haben jetzt insgesamt 3928 Gläubige auf der ganzen Welt. Eigentlich könnten wir noch bald mal ein Level-Up bekommen. Ich kann ja mal gucken, ob wir hier noch irgendwie was reißen. Aber wie gesagt, hier haben wir wieder ein paar Lücken. Theoretisch könnten die Leute auch anderweitig. Jetzt vielleicht. Ja, zwei noch. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die wieder umgezogen sind von A nach B. Nö, keins ist abgerissen. Okay. Daneben 630. Ja, ist schön und gut. Nächstes Level-Up wäre aber bei 4100. Also da fehlt nicht mehr ganz so viel. Aber ich habe das Gefühl, bei den Magics fehlt mir etwas. Ich habe nur absolut keinen Plan, was. Ich habe absolut keinen Plan, was. So. Keiner von denen hat eine Gabe. Alle Städte sind bei Level 3. Anscheinend das höchste. Start ist normal. Slow, slow, slow. Ja. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht mehr genau, was ich jetzt noch zu tun habe. Außer mich eben in den Höllenschlund da drüben zu begeben. Der sich zuletzt geöffnet hatte. Aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, irgendwas fehlt mir. Gerade eben, weil wir eben nur drei Zaubersprüche haben. Stardust ist eigentlich mein Liebling geworden, aber wir müssten, glaube ich, auch mal den neuen ausprobieren, Zauberlicht. Vielleicht ist der ja auch schon so heftig, dass ich keinen vierten bräuchte, wenn es einen vierten gibt. Damit könnt ihr Monster mit einem Lichtstrahl aus dem Sky Palace zerstören. Klingt auf jeden Fall sehr mächtig. Aber ich möchte noch mal ganz kurz bei Marana gucken, weil ja irgendwas noch mit der Vogelinsel war. Hat sich zwar noch nicht so ganz ergeben, die haben da irgendwie etwas noch nicht gefunden. Aber ich kann ja mal schauen, vielleicht kann ich ja irgendwie... Vielleicht kann ich ja doch irgendwie was bewirken. Letztens mal sagten die, glaube ich, die Büsche seien zu dicht oder keine Ahnung was. Da gehen die beiden wieder. Oh, habe ich da jetzt wirklich einen kaputt gehauen? Oder war das jetzt Zufall? Oder ist das Bug? Ist der von da nach hier gewandert? Nee, hier sieht das genauso aus. Hm. So, das Jahr ist rum, deswegen hat es ganz kurz gestockt. Das passiert. Ich mache das jetzt nochmal mit dem Blitzen. Ist nichts passiert. Aber ich sehe doch, dass da jetzt eine Wiese ist. Menschen reißen die Hände in die Luft, wissen selbst nicht, was geschieht. Ungefähr geht es mir eigentlich jetzt gerade auch. Gut, dass die Menschen sich davon nicht stören lassen. Mal gucken, was sie sagen, wenn sie hier beim Tempel ankommen. Alles bebaut, was zu bebauen geht. Na, geht rein und sagt mir, was ihr gefunden habt. Eine rabiate Sache fällt mir noch ein, nämlich, dass wir alles hier mit einem Erdbeben zerstören, dann neu bauen lassen und dann eventuell
hoffen, dass dadurch etwas mehr als dieses 490 bei rumkommt. Würde aber auch zu lange dauern, um ehrlich zu sein. Eine alte Tafel ist vom Himmel gefallen. Ja. Ah, okay. Ich hätte noch ein bisschen länger warten müssen, wahrscheinlich. Wir haben auf der Insel im Nordosten einen Zauber gefunden. Den Zauber eines Gottes. Wir bringen euch diesen Zauber als Geschenk. Bitte nehmt es an. Okay, Geduld zahlt sich offenbar doch aus. Zauberaura. Ein komplett neuer Zauber. Ich hab's irgendwie vermutet. Dann haben wir jetzt wirklich alles zusammen. Wunderbar. Gut. Dann haben wir auf jeden Fall zwei Waffen, die wir den Monstern drüben bei Desheim um die Ohren werfen können. Ich bin gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Denn mehr Bevölkerung kriegen wir wahrscheinlich nicht mehr zusammen. Ich bezweifle wirklich sehr stark, dass wir noch ein Level-Up erfahren werden. Wir können ja auch gerne nochmal bei Casandora gucken. Aber wie gesagt, da war ja zuletzt das Problem, dass die meistens dann von A nach B umziehen. Dass sie dann lieber ein Haus hier abreißen und dann da drüben neu bauen oder was auch immer. Die Uhr ist durchgelaufen. Die Uhr wird gleich nochmal durchlaufen. Und dann stockt auch immer so ganz leicht das Spielchen so ein bisschen. Wo eigentlich die Sequenz kommen sollte, eine Stadt wird gebaut. Aber es bleiben 730. Schade, weil bei 4100 würden wir noch ein Level Up bekommen. Und hier wäre Platz. Hier wäre jede Menge Platz. Aber gut, egal. Wir versuchen einfach mit dem zufrieden zu sein, was wir haben, und wagen es nun hinein. Oder ja doch, hinein in das Loch des Berges bei Desheim. Ich habe Angst, aber was soll's. Dies wird die letzte Schlacht. Alle Monster dieser Welt werden vernichtet sein. Seid ihr bereit? Ja. Na dann mal viel Glück. Ich kann mich nicht bewegen. Okay, dem links glühten die Augen. Nein. Nein. Oh nein. Sag mir nicht, das ist eine Boss-Run-Geschichte hier. Oh nein, ich hasse sowas. Bitte sag mir wenigstens, dass ich zwischen den Kämpfen geheilt werde. Okay, das war jetzt der Zauber. Der Zauber hat mir immerhin geholfen, dass ich diesen Kampf überlebe mit einem Pixel Energie. Den ich auch nur so beibehalte. Und da kommt Gegner Nummer 2. Okay. Er darf mich auf gar keinen Fall treffen und just in dem Moment warpt er direkt vor mir. Okay. Ach ja, der hat da noch diese blöde Werwolfform, ne? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Warte. Okay, wenn ich da an der Säule stehe, treffe ich ihn auch so. Okay, er kann mich auch treffen. Schade. Oh, der hat mir sehr viel Energie abgezogen bei der Sache. Ja, Scheibenkleister.
Und ich war zu nah dran. Ich war wohl beim Ausholen zu nah dran. Oh nein, nicht die Werwolfform. Nicht die Werwolfform. Nein, 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 nicht die Werwolfform. Nee. Spüre das Licht des Gottes! Gut. Damit haben wir Nummer 2. Jetzt kommt Nummer 3 von 7. 2 Energie habe ich, 2 Leben habe ich. Ich habe nicht mehr allzu viele Zauber. Wer war jetzt? Ach ja, Goldfratze. Okay. Warte, da kommt gleich... Ja. Okay, das muss ich besser timen. Und er hat wieder 2 Energie abgezogen. Okay. Ich versuche, die Zauber ein bisschen zu sparen. Ich denke mal, man merkt es auch schon. Ach ja, das war ja so ein Pfeilkorb, ne? Das ist natürlich jetzt etwas ungünstig. Ja, weil ich nämlich auch nicht sehen kann, wann der schießt. Ja, so viel dazu. So. Ich glaube, meine Strategie geht nicht ganz auf, weil ich nämlich schon wieder halb tot bin und, wieso werde ich hier nicht geheilt? Das ist doch blöd. Das ist schlicht und ergreifend blöd. Ach ja, wie ging das Ding denn nochmal auseinander? Ich habe den damals mit dem Kometen so schnell kaputt gemacht, dass ich absolut nicht weiß, wie ich den bekämpfen muss. Okay, er hat mich überfahren. Ich wollte gerade sagen, wenn ich da einen sicheren Pixel gefunden habe, dann ist das ja gar nicht mal so schwer. Habe ich schon gesagt, dass ich solche Modi in alten Videospielen gar nicht mag? Ich meine, bei Pokémon, bei der Siegesstraße, bei den Top 4 war es zumindest schon immer so, dass man zwischen den einzelnen Kämpfern speichern und High-Items verwenden konnte. Und das hier ist unwesentlich früher erschienen. Aber gut, okay, es ist das Erstlingswerk von Quintet. Ich sollte das denen verzeihen. Aber ich denke mal, der Beta-Tester sollte es damals einen gegeben haben, der bis dahin das Spiel testet vor Veröffentlichung. Der wird sich da wahrscheinlich auch die Kugel gegeben haben. Und wahrscheinlich hat er deswegen seine Kritik auch nicht mehr übergeben können. Ich will das nicht, ich will das nicht, ich will das nicht, ich will das nicht. Okay, nehmen wir mal hier Zauber-Aura. Weil das mit dem Zauberlicht, das kam mir ein bisschen zu blöd vor mit der Säule. Ich meine, die Strahlen wanderten dann zum Bildschirmrand. Hätten theoretisch alles erwischen können, aber ich versuche es jetzt auch nochmal mit der Aura. Aber das ist auch wieder typisch für alte Videospiele, dass man auch gerne nochmal alle Bosse recycelt. Wobei eigentlich ist dieser Trend ja noch bis heute eigentlich noch beibehalten. Ja. Das schnitzelt. Ja, ich muss mich nur bei seinem Timing gewöhnen, weil es kommt mir sehr viel schneller vor als beim letzten Mal, als wir gegen ihn gekämpft haben. Und wieder eine Energie. Aber ich lebe. Juhu. Und ich habe einen Zauber verbraten. Juhu. So, Werwolf, Zauber, Fuzzi.
Das ist eigentlich die beste Stelle da. Ich hätte mich drehen sollen, ne? Ich sehe es ein. Nein! Ich wollte noch ausweichen, aber leider in die falsche Richtung. Ich habe den Winkel nicht richtig berechnet. Nur dies! Ja, toll. Wieso hat er jetzt nicht geschlagen? Man weiß es nicht. Okay, wieso hat die Kugel mich jetzt nicht getroffen? Ich war definitiv auf der Höhe. Egal. Ich freue mich. Irgendwie. Jetzt geht's wieder. Ich habe gerade das Gefühl gehabt, meine Taste ist verklemmt. Es könnte auch möglich sein. Oh, das ist zu früh, das ist zu früh. Nein, das war viel zu früh. Geh weg! Nee. Nein. Noch vier Zauber. Und der dritte Gegner von sieben. Warum müssen es sieben sein? Als Repräsentanten der Todessünden. Ich meine, hey, goldene Maske. Klar, Gier, eindeutig. Was hatten wir vorhin? Ein Werwolf. Kein Plan. Wofür könnte ein Werwolf stehen? Ich hätte es vielleicht nicht fragen sollen, dann hätte ich mich anders konzentrieren können. Ah, nein, jetzt war ich in der Box vom Gegner gefangen. Toll, ich wusste nicht, ob ich springen sollte, ob ich schlagen sollte. Ich wusste gar nichts mehr. Ich wusste nur, ich möchte meine Zauber eigentlich gar nicht verbraten für die allerersten. Und ich weiß noch nicht mal, ob ich so zu den letzten komme. Ganz im Ernst, ich habe das Spiel bis jetzt richtig gern gewonnen. Eben auch wegen der Abwechslung mit Göttersimulation. Dann zum actionlastigeren Teil. Dann hattest du wieder ein bisschen Erholung. Dann ging es wieder so, dann so und so. Es war perfekt ausbalanciert. Muss ich wirklich sagen. Aber das hier gefällt mir nicht. Das gefällt mir hier jetzt überhaupt nicht. Und ich habe jetzt für heute zumindest keine Lust mehr drauf. Dann setze ich mich jetzt lieber an den Schnitt und überlege mir, wie ich das in den nächsten Tagen nochmal in Angriff nehmen kann. Und vielleicht habe ich dann ja auch mehr Glück und den Kopf auch frei. Und schauen wir mal, ne? Meine Lieben, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschibitschas! Ach ja, speichern müsste ich auch noch. Ja, und dann lese ich mir nochmal den Text vor, weil ich den so süß finde. So. Wollt ihr trotzdem an dieser Welt arbeiten? Erstmal nicht. Ihr habt heute hart gearbeitet. Macht eine Pause. Es war ein anstrengender Tag. Jetzt eine kurze Pause und dann sieht die Welt gleich viel besser aus. Wohl wahr, mein kleiner Engel. Also, bis bald und tschüss.